Hallo zusammen, willkommen zu unserem Video. Es ist schon wieder ein Weilchen her. Wir haben die letzten 2 Wochen kein Video gemacht. Es war einiges los bei uns. Ihr wisst ja, wir hatten den Lagerverkauf. Manche von euch waren bei uns. Das war sehr toll. War ein schöner Tag. Danach waren wir auf einer Messe, auf einer Fachmesse für uns Händler. Das machen wir auch von Zeit zu Zeit, um auch immer mal wieder ein paar neue Quellen zu finden, um euch immer wieder mit coolen Sachen versorgen zu können. Ja, und das hat uns auch ziemlich in Trab gehalten und darum sind wir nicht dazu gekommen, ein Video zu veröffentlichen. Es sind natürlich schon ein paar Sachen angekommen und ich zeige euch jetzt einfach, was so dabei war. Das sind die Pocket Pop Blind Bags. Sehen dann so aus. Dann haben wir ein paar Stifte bekommen. Das ist Game of Thrones. Mal schauen, ob wir die alle 4 aufs Bild kriegen. Zum Vorbestellen waren die als Set im Shop, alle 4. Jetzt sind sie einzeln zu bestellen. Und noch mehr Stifte. Das sind die Ghostbusters. Dann für die Harry Potter Fans haben wir was ganz Cooles, nämlich einen Schnatz, der wirklich fliegt. Er nennt sich Heliball, das ist also eine Art Drohne halt mit einem Schnatz unten dran. Und wenn man dem glaubt, was hier hinten drauf steht, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, kann man den mit der Handbewegung steuern. Also falls nicht gleich alle weggehen, packe ich vielleicht mal einen aus und probiere das mal aus. Weiß ich noch nicht. Der ist schon ein Weilchen da. Wie gesagt, wir sind nicht dazu gekommen, Videos zu machen, deswegen zeigen wir ihn euch erst jetzt. Auch schon ein Weilchen da ist Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street. Bald ist Halloween, passend, das Thema, ein bisschen Horror. Und nach Halloween kommt Weihnachten und was läuft jede Weihnachten im Fernsehen? Natürlich Gremlins! Das ist Gizmo, auch von NECA. Ihr wisst, die machen ziemlich coole Figuren. So, das war's schon für diese Woche. Einiges haben wir euch jetzt noch nicht gezeigt, das zwar gekommen ist, weil es auch noch nicht im Online-Shop ist. Das stellen wir nächste Woche ein. Es kommen auch ein paar Sachen jetzt dann langsam von den Messen, wo wir jetzt eben waren. Und nächste Woche wird es bestimmt einiges Neues zu sehen geben. Bleibt dran, guckt den Online-Shop und wir sehen uns!